Thank you.
feierliche Schützenfest Essen. Herzlich willkommen alle Gäste aus nah und aus fern. Herzlich willkommen die Abordnung Schützengesellschaft. Es ist schön, dass wir jetzt gemeinsam feiern. Die Verbindung aller der Schützen untereinander und der Gemeinde, aller, die noch dabei sind, des Kirchenchors zum Beispiel und anderer Gremien und Gruppen in der Gemeinde, die Verbindung von allen in Jesus Christus, unserem Herrn, hier in unserer Kirche feiern dürfen. Das ist herzerschneidend und schön. Und wir wollen sehen, dass wir es heute feierlich machen. Zunächst halten wir kurz Besinnung. Wie ist es mit mir und mit Gott? Herr Jesus Christus, du liebst deine Menschen. Herr, erbarme dich unser. Du bist bei uns, wo immer zwei oder drei von deinen Jüngern versammelt sind. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du begleitest uns durch unser ganzes Leben bis zum Ziel. Herr, erbarme dich unser. Sünde und Schuld und führe uns einmal zum ewigen Leben. Amen. Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe.
Euch, die
Jesus dem Philippus. Das ist die Antwort an den, als er eben nicht das Wichtigste erkannt hat. Wer Jesus sieht, wer bei ihm bleibt, der sieht Gott und bleibt bei Gott dem Vater. Dies ist die Aufgabe des Glaubens, die Jesus uns stellt: Wissen und bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Groß ist Gott. Dass ich dann auch die Regeln und die Gebote, die mein Leben einhalten will, die Gebote, die Gott uns gegeben hat, dass ich von ihm auch Trost und Zuversicht erfahren darf, wenn ich in Not bin, das ist eine fast selbstverständliche Folge meines Weges mit Christus zum Vater. Sinn und Zweck der Kirche ist aber eben immer zuerst, dass ich bekenne und glaube, was Jesus sagt. Wenn ich das bekenne und lebe, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann erfüllt sich auch das andere. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Dann bekomme ich auch das gerechte und gute Leben geschenkt. Wie verstehen wir dich? Erst ruft Gott mich. Und dann antworte ich. Und womit ich antworte, ist nicht unbedingt ein moralisches Leben oder ein Leben nach Regeln, sondern das Bekenntnis. Ja, du bist groß, du bist gut, du bist der Gott meines Lebens. Daraus darf dann auch ein gutes und gerechtes Leben folgen. In diesem Glauben wollen wir nun auch wieder Jesus begegnen, das Lebensopfer feiern, den Jesus Christus aus dem rechten Glauben schenkt. Wir feiern diese Hingabe unseres Lebens, des Lebens Jesu, auf unserem Altar im Heiligen Sakrament. Denn es war. Hilf uns,
oder keine Kraft mehr haben. Christus, hör uns. Christus, erhöre uns. Dass alle Menschen erkennen, wie heilsam dein Weg für die Welt und jeden Einzelnen ist. Freudig zu danken, da unser Osterland auch
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns wie den Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Amen.
Deshalb dürfen auch wir heutige Jüngerinnen und Jünger von Jesus voll Vertrauen beten. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allzeit mit euch. Und die Heiligen Geiste. Reichen wir einmal die Hand zum Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Bruderschaft Kettigen möglich macht. Nach längerer Vakanz, so wurde mir gemeldet, haben wir wieder einen Schützenkönig.
Ich habe noch zwei Sachen zu verkünden. Oder drei. Zunächst gestorben ist aus unserer Gemeinde Frau Marie Schönes-Höfer, Alter von 79 Jahren. Beisetzung am Mittwoch um 11 Uhr auf unserem Friedhof. Nächste Information: Es gibt jetzt endlich unseren neuen Kinderchor. Da dürfen alle Kinder zwischen 1. und 5. Klasse mitsingen. Herzlich einladen, die Proben sind immer freitags nachmittags um 16.30 Uhr hier in unserem Verein. Man darf einfach kommen und schnuppern, darf auch beim ersten oder zweiten Mal seine Mama mitbringen oder Oma. Herzliche Einladung, wenn Sie ein Kind, ein Schulkind kennen, was gerne singen würde und eine schöne Gemeinschaft erleben möchte. Unser Kinderchor hat jetzt gerade angefangen. Dann, das Wichtige ist natürlich unser Schützenfest. Heute Abend ab 19.30 Uhr für alle der große Schützenmann. Herzliche Einladung in dem Schutz- und Bürgerhaus ist das. Ne? Du bist nicht, wo das ist, in der Goldberger Straße, da kann man gut sehen. Und herzliche Einladung an alle, die jetzt hier sind. Wenn Sie heute Abend was Schönes erleben würden, wir freuen uns, Sie zu sehen. Ja, und schließlich haben wir morgen dann den Schützenzug, der Festzug. Um 15 Uhr beginnt er, auch am Schützenhaus. Ne? Ich muss immer nachfragen, weil ich an der Präses von der ganz anderen Bruderschaft bin, von einer sehr weit entfernten, von der St. Sebastianus Bruderschaft in Lösenkirchen, deren Vertreter heute übrigens auch hier sind. Morgen also der Fest zu 15 Uhr Start am Schützenhaus. Jetzt, meine Lieben, möchte ich euch und Ihnen alles Gute wünschen, einen schönen Abend, einen gesegneten Sonntag, Schützenfest natürlich und eine gute Woche. Alles Gute und Schöne für Sie. Jetzt möchte ich den Segen spenden, den großen Ostersegen, und danach erwartet uns noch eine Überraschung. Der sei mit euch.